Hallo meine Lieben, da bin ich wieder. Ist schon eine Zeit her, ne? Aber das liegt daran, ich sitze gerade an einem Projekt und zwar bastel ich mein erstes Mini-Album. Magen, sei ruhig. Obwohl Mini, ich weiß gar nicht, ob wann ist es ein Mini-Album, ob wann ist es ein Album, ich weiß es nicht. Und das möchte ich gerne meiner Schwägerin schenken. Die hat jetzt die Tage Geburtstag und zieht leider auch von hier weg und da wollte ich halt irgendwas Besonderes schenken. Erst war ich am Überlegen, was ich hier Schönes kaufen kann, aber dann habe ich gedacht, nein, was gibt es denn schöner als ein Album, wo sie ihre Erinnerungen reinkleben kann oder reinstecken kann. Und ich wollte ja schon die ganze Zeit mal eins machen. Und halt in der Farbkombi lila-schwarz. Deshalb bin ich eigentlich auch nach Action. Ich habe noch Sachen gesucht, die ich dafür verwenden kann. In lila-schwarz war leider nicht so erfolgreich. Muss ich mir was anderes wahrscheinlich einfallen lassen. Ein paar Sachen habe ich gefunden und halt ein paar Sachen, die jetzt nicht zu dem Projekt passen. Aber wenn ihr wollt, gucke ich, dass ich das Album euch vorher noch zeige. Also es muss bis zum 20. halt fertig werden. Da macht sie dann ihre Abschiedsfeier. Und ich denke, dass ich einen Tag vorher oder so es bestimmt schaffe, es noch abzufilmen, wenn ihr Interesse habt. Ich habe auch kein Problem, dass sie das vorher sieht. Sie hat gar keine Zeit, jetzt groß YouTube zu gucken. Sie ist im Umzugs- und Geburtstagsvorbereitungsstress. Also da wäre nicht so das Problem. So würde ich sagen, wir fangen mal an. Achso, ich sag schon mal, ne? Unbezahlte Werbung. Action ist kein Sponsor von mir. Und auch kein anderer. Also ich werde nicht von niemandem. Ich habe keinen Sponsor. Fangen wir mal an. Also es wird ein Haul, ne? Steht ja da unten für alle, die es schauen. Und denke mal, viele Sachen werdet ihr schon kennen. Weil, ja, es gibt ja genug Hauls. Das ist jetzt halt noch wieder nach langer Zeit ein von mir. Ich glaube, der letzte war im Dezember oder so, ne? Ist halt, weil Action ist halt eine halbe Stunde von uns entfernt und dann fährt man halt nicht so oft. So, genug geplappert von Anheike. Also, einmal habe ich mir diese Gelstifte hier gekauft. 30 Stück. Ich wollte eigentlich die, die ich immer jetzt gesehen habe, bei euch, bei den Holz, diese Metallic-Stifte. Aber die hatten sie leider nicht. Und dann habe ich mir die hier mitgenommen. Und da steht halt auch, sind 10 Metallic, 10 Glitter, 5 Pastell und 5 Neon. Und die möchte ich mal ausprobieren. Halt größtenteils auch, um auf dunklem Papier zu malen. Ich hoffe, das klappt bei denen auch. Weil meistens nehme ich für Karten, obwohl jetzt habe ich mir ja auch helle gekauft, normalen Cardstock. Und wenn der dunkel oder schwarz ist, ist mal blöd, dann da reinzuschreiben. Ihr kennt das ja sicher alle. Preis ist, glaube ich, 2,99. Also ich weiß jetzt nicht von allen Sachen, die ich gekauft habe, die Preise, aber ich denke mal, ihr wisst die oder ihr kennt die. Und falls nicht, schreibt mir das in die Kommentare und dann schaue ich für euch nochmal extra nach, okay? Ich will das jetzt nicht zu lange ziehen, indem ich jetzt jedes Mal auf den Bon gucken muss und das raussuche, was es gekostet hat. So, also einmal halt die. Es ist nicht alles zum Basteln, das meiste, aber nicht alles. Zum Beispiel habe ich bei einer YouTuberin das hier gesehen und die war total davon begeistert. Sie meinte, der Duft wäre ideal und auch langanhaltend. Und hat mein Mann gesagt, na okay, dann probieren wir einmal aus. Bis jetzt hat man nicht so gut Erfahrung mit diesen Stäbchen-Düften, aber ich habe gesagt, die hat das richtig angepriesen und meint, dass das lange halten soll wegen diesen Kügelchen hier drinne. Deshalb hat er gesagt, dann nehmen wir einmal mit. Oh, die ist einmal mitgekommen. Ich brauche schon einen Schluck Wasser. Noch keine 5 Minuten, ich brauche schon einen Schluck Wasser. Entschuldigt vielmals. Aber ihr kennt das ja von mir. So, weiter geht's. Dann hat sich mein Mann hier, die möchte da mal probieren. Keine Ahnung, wie die schmecken. Hat er sich diese Nudel-Special Chicken mal zweimal mitgenommen. Möchte er gerne mal kosten. Dann habe ich mir diese Reds mitgenommen. Waren leider nur noch die zwei Packungen. Aber schaut mal, lila. Ich hatte heute irgendwie so
lila suchen. Also es ist Wahnsinn. Ich finde, hab kaum was gefunden, was lila war. Ich muss echt gucken, wie ich das Album jetzt weitermache. Aber mir wird schon was einfallen. Ich habe ja einiges an Papier. So, also die zwei. Die kennt ihr auch, ne? Unten mit Blümchen, oben Herzchenmotiv. Einmal in dieser Farbkombi und einmal in der. Dann habe ich mir Vorrat geholt an Kartenrohlinge. Ich habe oft gehört, dass man die nicht immer bekommt. Bei Action habe ich dann gedacht, schlage ich zu. Und zwar hier einmal in so ein Cremefarben. Dann hier in so ein rosa-rot Folie drin. Davon. Mit so einem Grün, das glaube ich nochmal rosa, grün und halt rein weiß. Da habe ich jetzt zugeschlagen. Die haben nämlich nur 65 Cent gekostet und es sind jeweils 8 Stück drin und 8 Umschläge. Da kann man wirklich nichts sagen. Das gleiche habe ich mir nochmal mitgenommen in Kraft. Da habe ich mir zwei Pakete mitgenommen. Glaube ich auch so um die 65 Cent. Wie gesagt, ich weiß nicht alle Preise und falls euch wirklich interessiert, dann fragt mich, dann schaue ich extra nochmal nach. Dann habe ich mir Hobbykarton einmal in diesem Farb. Die möchte ich auch gerne als Karten benutzen. Und ich habe euch am Kabel, ich muss aufpassen, dass ich euch nicht runterreiße. Dann nochmal in diesen Pastelltönen. Schlag mich tot. Ich glaube 99 Cent, wenn mich nicht alles täuscht. Und da sind halt jeweils immer 10 Stück drin. 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Farben. 5 mal 10 heißt also 50 Blätter. So, jetzt nehme ich noch mal einen kleinen Schluck Wasserchen. Dann kennt ihr auch schon alle, habe ich mir auch die Buntstifte geholt. Ich weiß noch nicht genau, ob ich damit klarkomme. Aber wenn nicht, meine Schwester malt sehr gerne. Vielleicht möchte sie mir die dann abnehmen, falls ich die nicht benutze. Preis am Regal stand 1,99 € abgezogen 2,16 €. Da habe ich halt nochmal nachgefragt und dann tatsächlich 1,99 €. Da habe ich dann also haben wir das Restgeld dann wieder zurückbekommen. Habe ich halt auch alle 4 Farbkombis, wo immer schön diese Abstufungen sind. Ne? Aber wie gesagt, die kennt ihr alle und ich möchte auch mal schauen, ob ich damit klarkomme. Wenn nicht, frage ich meine Schwester, ob sie die haben möchte zum Zeichnen. Weil für den Preis habe ich gedacht, nimmst du sie mit. Dann habe ich die solche Täschchen mitgenommen. Die fand ich auch toll. Die habe ich auch bei einigen gesehen in ihren Hauls. Die sind ja ideal, wenn man jetzt irgendwie was verschicken möchte oder verschenken möchte und packt das in so ein süßes Täschchen rein. Die waren 69 Cent und da habe ich mir halt von denen, die mir gefallen haben, jeweils einen mitgenommen. Einmal hier mit diesen Märchenprinzessinnen. Schimmerschein, fand ich auch total süß. Smile, love and be happy. Oh, sind die nicht drollig? Das ist doch ideal, auch wenn man jetzt nur einen Luftpolsterumschlag und packt das Geschenk in so ein Täschchen anstatt in Geschenkpapier rein, finde ich das viel schöner, weil der Beschenkte kann ja die Tasche dann noch weiterverwenden. Minnie Maus. Dann hier einmal der Herr davon, Mickey Maus. Und dann hier nochmal so mit Emojis in Rosa. Auch mit. Gucken, ob ich das schaffe. Wir haben gerade was zu essen bestellt. Das meinte 45 Minuten. Ich hoffe, dass ich den schaffe derzeit. So, dann zweimal diese Notizblöcke. Da sind 3 Stück drin. A 100 Blatt für 99 Cent.
Und ich bastle ja gerne hier diese, kennt ihr bestimmt diese Kellnerblöcke. Davon habe ich nicht mehr so viele. Das müsste mit den Blöcken doch eigentlich auch gehen. Und da brauche ich noch nicht mal zusammenkleben, weil ein Block hat ja hier schon 100 Blätter. Und deshalb habe ich mir 2 Pakete davon mitgenommen. Für 99 Cent, 3 Stück. Geht doch noch. Ist doch ein sehr toller Preis. Dann habe ich mir diese Stickerfolien noch mitgenommen. 74 Cent, zweimal in klar, einmal in grün und in schwarz, glaube ich, gleich dreimal, weil, wie gesagt, ich war ja auf der Suche, schwarz-lila. Wenn ich schon lila nicht finde, dann muss es wesentlich schwarz sein. Und einmal in rosa. Dann, wenn der Magen schon knurrt, schiebe ich mal kurz was zu essen hier rein. Einmal die M&M's. Aber ich wollte mal wieder was ohne Nüsse. Also sind es die geworden. So wie eine Art Smarties, ne? So kleine süße Täschchen. Täschchen, Tütchen. Kann man auch schön verschenken. Vielleicht schiebe ich davon sogar eins jetzt mit dem Album. Wer weiß, wer weiß. Einmal Leim. So in so Häppchen. So. Dann, bei uns ist mein Mann der Koch und das hat der wahrscheinlich im Einkaufsfahren geschmuggelt. Das ist hier so ein Holzlöffel und ein Spachtel. Da kann ich euch jetzt nicht sagen, was das gekostet hat, weil das hat mein Gatte mitgenommen. Dann, habt ihr auch schon alle gesehen? Diese Blumen. So, ich war am Regal, hab gewühlt, hab gelb gefunden, hab rosa gefunden, hab weiß gefunden, hab blau gefunden. Und wo ist lila? Es war kein lila da. Ich habe mich so geärgert. Ich meine, extra bist du hierher gefahren, weil du was in lila brauchst. Trotzdem Frust, rein im Einkaufswagen. So, und dann auf einmal sind wir in der Kinderabteilung. Da war ganz gut da oben im Regal. Was ist denn da? Was guckt mich denn da so an? Das sieht ja so lila aus. Da habe ich doch noch einen von den lilanen Blumen gefunden. Ich war so glücklich, weil genau die wollte ich ja haben. In lila. Halt hat jemand wahrscheinlich genommen und sich dann überlegt und wahrscheinlich dann irgendwo ins Regal in der Kinderabteilung geschmissen. Vielen Dank. Hab mich gefreut, dass ich doch noch lila bekommen habe. Oh, ich habe so einen trockenen Mund. Entschuldigt nochmal. Oh, Gott sei Dank. Habe ich eine Spule geholt. Dann, 2 Stempel. Einmal hier dieses Unterwasser. Das fand ich total toll. Und einmal die Cupcakes mit einer Stanze. Ich wollte eigentlich, aber die hatten sie bei uns nicht, diese großen Stanzen, die ihr euch alle gekauft habt. Ich hatte gedacht, ne, vielleicht findet sie die bei uns auch, aber leider nicht. Ich habe sogar eine Verkäuferin gefragt und da war das ganz neu. Also wahrscheinlich hatten sie die noch nie. Oder die waren ganz schnell weg, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall habe ich die beiden Sachen. Gerade so ein Cupcake, das kann man für alles nehmen, Geburtstag feiern und Untersee, Karten oder Motive mit Meerjungfrau. Ist jetzt keine Meerjungfrau, aber halt kann man dann halt dazu stempeln. Ne? Finde ich ganz toll. So, dann. Das war das Erste, was ich in lila gefunden habe und zack, im Einkaufswagen. Das sind diese Rosen hier. Aber ich muss auch gucken, ob man die überhaupt aufkleben kann, weil die sind für ein Mini-Album, glaube ich, ein bisschen dick, ne? Oder vielleicht fürs Cover. Ich muss mal gucken. Das Cover ist ja auch noch nicht ganz fertig. Ich muss, habe jetzt, also das Cover habe ich, 2 Seiten habe ich und 3 Seiten muss ich halt noch machen. Es sollen halt 5 Seiten werden. Aber ich muss mich echt hinsetzen jetzt die Tage, dass ich das noch fertig bekomme. Ich möchte euch das ja auch noch gerne zeigen. Dann,
Die habe ich heute Vormittag bei der lieben Femotinger gesehen, das fand ich hier. Und habe gedacht, hoffentlich findest du die auch. Habe ich, glaube ich, auch noch bei ihr in die Kommentare geschrieben. Ich habe sie gefunden. Ich habe mich für 3 Stück entschieden. Einmal hier für diesen Stickerblock mit den Einhörnern. Ja, ich gebe zu, ich mag auch Einhörner. Und hier sind halt immer so mehrere auf einem Bogen, was ich ganz toll finde. So, dass man auch immer so eine Farbkombi hat. Oh, die riechen aber. Oh, gut, dass ihr das jetzt nicht riechen könnt. Oh, na. Vor allem, ist das der Kleber von den Stickern? Ich habe keine Ahnung. Das riecht jetzt sehr unangenehm. Das habe ich im Geschäft gar nicht so mitbekommen. Aber auch wenn nicht, hätte ich mir gekauft. So, und einmal ist halt immer hier mit dem Spiegelkarton. Einmal Einhörner. Dann einmal hier so Faultiere und Lamas. Na ja, die habt ihr wahrscheinlich auch schon immer. Ach Gottchen. Ach Gott, dieses. Habt ihr schon auch schon in einem Holz gesehen? Oh, es klingelt. Ich glaube, unser Essen kommt schon. Komisch, die haben doch gesagt, 50 Minuten. So, und ich muss hier gleich mal Pause machen und dann essen wir erstmal. Oh, die stinken. Oh, die stinken, die Blöcke. Oh. Gut, dass es gleich erstmal bei uns nach Essen riecht. Warum muss nämlich heute was bestellt? So. Mein Mann nimmt es gerade an. Ja, bitte. Dann einmal, also falls ihr das hört, das ist, nimmt gerade das Essen an. Dann hier die Meerjungfrau. 4 Blöcke habe ich mir geholt. Habe ich eben 3 gesagt? 4. Es gab dann noch, glaube ich, Monster und Außerirdische, aber die waren nicht so meins. Warum soll ich mir irgendwas holen, was mir nicht gefällt? Das ist ja Blödsinn. Aber die Meerjungfrauen fand ich ganz toll. So, so. So. Und dann noch einmal mit Flamingos. Also so Freizeit, ne? So Urlaubsfeelingsmotive. Also wirklich, seid froh, dass ihr das jetzt nicht riecht. Das ist kein angenehmer Geruch. So. 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 Ja, Schatz, ich mache jetzt erstmal gleich Pause und dann können wir essen. Ich gerade hier reingeguckt. So, ihr werdet es ja gar nicht groß merken. Ich mache jetzt mal kurz Pause. Vielleicht bin ich gerade am Überlegen. Was habe ich denn hier noch alles liegen? Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Oder ob ich das schon mal hochlade und das dann zusammenschneide, das wird schon das Beste sein. Aber ihr werdet davon gar nichts viel mitkriegen, ne? Ich bin ja dann sofort wieder da. Bis gleich. Oh, da bin ich wieder, frisch gestärkt. Wir können weitermachen. Und zwar habe ich mir dann noch Glasmaker-Stifte geholt. 3 Stück, weil immer jeweils auch andere Farben drin sind. Aber jetzt habe ich glaube ich auch einen gedoppelt. Aber ich denke, da werden sich Abnehmer finden. Glaube, die waren so im Angebot für 79 Cent oder so. Und da möchte ich halt mal ausprobieren, wenn ich irgendwie Gläser recycle oder so, dass ich die vielleicht beschriften oder Sticker ausmalen kann. Die Stiften möchte ich gerne mal ausprobieren. So, dann einmal sind ja viele von begeistert und jetzt beim Album basteln, vielleicht kann der mir nützlich sein, habe ich mir so einen Klebestift mitgenommen. Viele schwören ja auf den, möchte ich mal ausprobieren. Auch nicht allzu teuer, aber der genaue Preis weiß ich jetzt leider nicht. Dann Kugelschreiber für meinen, wenn ich diese Notizblöcke mache.
und das verschenke, dann möchte ich gerne auch einen Kugelschreiber dabei legen. Deshalb habe ich mir auch diese Kugelschreiber in verschiedenen Farben mitgenommen. Pink, Rot, Blau, Türkis, Schwarz. 99 Cent, 9, auf jeden Fall unter 1 Euro. Dann habe ich noch was in Lila gefunden, und zwar Washi-Tape. Deshalb durfte das auch einmal mit. Also, wie viel ist denn da drauf? 3 Meter, ja, reicht. So, schiebe ich den Rest mal jetzt. Ja. Dann ein so ein Stanzblock, auch glaube ich mit ja, Märchenprinzessinnen, und ich hatte da was in Lila gesehen und deshalb kam der mit. So lila Blumen oder hier. Und meine Schwägerin mag auch Märchen. Also Schön und das Biest, weiß ich, das mag sie. Und vielleicht klebe ich davon was rein. Das könnte auch gut passen, weil das ist so dunkel. Und auch mit Lila. Zwar wieder seitlich, aber sonst kriege ich das nicht auf der Kamera. Ne? Das wisst ihr ja. Oh, Lila! Hier klebt es noch zusammen. Das will ich da nicht reißen. Aber ich denke mal, den kennt ihr auch schon. Dann habe ich mir Sticker genommen. Okay, die sind jetzt nicht fürs Album. Ich glaube, wenn ich die bei ihr reinklebe, geht sie flitzen. Aber ich fand die ganz toll. Und zwar einmal hier mit Einhörnern. Fand ich total süß. Habe ich jetzt entweder 45 oder 59 Cent, so in der Richtung. Und dann auch einmal Mickey Maus. Mickey, Minnie, Minnie Maus, ne? Minnie Maus und Daisy. Gut, das ist jetzt nicht so für ihr Album, aber ich fand es süß. Und dann nochmal hier so Einhornsticker. Ist zwar auch lila, aber das kann ich bei ihr nicht reinkleben. Aber ich denke mal, das wird nicht mein letztes Album sein, was ich mache. Wenn das so funktioniert, wie ich mir das ausgeheckt habe, sicherlich nicht. Und ich kenne ja auch Leute, die mögen auch Einhörner. Eventuell, dass ich vielleicht von dem Bogen was nehme, aber da bin ich mir noch nicht sicher, weil so Geschenk oder Cupcake, das ist ja sehr neutral und nicht so mädchenhaft. Deshalb durfte es der dann auch einmal sein. Dann habe ich mir ein so ein Block hier noch mitgenommen. Ein? Oh nee. Sie lügt, sie hat sich zwei mitgenommen. Ich glaube, hier habe ich auch was in Lila gesehen. Oh Mann, ich. Aber wie gesagt, Cupcakes kann man immer gut für gewisse Anlässe nehmen. Vielleicht, wenn man noch ein Gebäck vielleicht dazu verschenkt. Oder was selber backt. Tassen, kann man Tee, vielleicht, wenn man sich so, wie heißen die, wo man so Teebeutelverpackung macht, da passt das Motiv doch einwandfrei drauf. Und hier sind Macarons in Lila. Ihr schlaft, wenn ihr heute schlaft, ihr träumt von mir und von Lila. Irgendwie Appetit auf den Nachtisch. So, der
durfte einmal mit. Und dann fiel mir der hier in die Hände. Und ich fand den so süß hier mit den. Ich glaube, das ist auch schon ältere, ne? Obwohl mir das ziemlich egal ist, wenn mir was gefällt, kaufe ich auch älteres. Aber ich fand hier dieses Bambi so süß und hier die Eule und vor allem hier auch die Federn. Ich hatte ja auch Ausschau gehalten nach diesem Kratz, diese kennt ihr noch aus den anderen Halls, diese Packung, wo diese Stanzteile drin sind, da gibt es ja wohl auch Federn, aber die waren bei uns auch nicht. Da hätte ich mir die auch mitgenommen. Ich finde es wirklich treulich. Das ist hier was für das Passeräuchchen. Vor allem muss sie ja nicht als 3D aufkleben, man kann sie ja auch einzeln benutzen. Jedenfalls diese Erst- und Zweitmotive ist kein Problem. Wenn man nicht 3D machen möchte. Musste mit. So. Wir nähern uns dem Ende. Ihr habt es bald geschafft. Dann hat sich mein Schatzi hier solche Socken gekauft. Aber da weiß ich jetzt den Preis auch nicht. Solche Sporty Trainer Socks. Auch keine Ahnung, was jetzt gekostet hat. Aber falls euch interessiert, fragt mich, schreibt mich an und dann schaue ich nach. Dann hat er sich hier diese Kopfhörer mitgenommen. Das ist gleich auf dem Bon aufgefallen, weil es eine zweistellige Zahl ist, 4,95. Bluetooth. Na ja, mal schauen. Dann hatte ich Appetit noch auf was Süßes, deshalb ist das schon auf und einer fehlt. Das sind diese Brownies. Also schmeckt sehr, sehr lecker. Und die haben 1,29 € gekostet. Aber meine Schwägerin macht immer Brownie-Kuchen und das hat sie mir versprochen. Das macht sie jetzt auch auf ihre Abschiedsfeier, damit ich die noch einmal essen kann, ihre Brownies. Weil das wird dann so schnell nicht mehr möglich sein. Und die schmecken natürlich besser selbst gemacht, ne? Aber das ist eine Alternative. Dann habe ich mir einmal solche Luftpolsterumschläge genommen, weil ich möchte ja noch jemanden aus Österreich ein kleines Dankeschön schicken. Und da habe ich gedacht, das ist doch die perfekte Verpackung dafür. Also, falls du denkst, ich habe dich vergessen, habe ich nicht. Bei mir dauert halt alles nur ein bisschen länger, aber ich vergesse sowas nicht. Und da ich gesagt habe, dass ich ein kleines Dankeschön schicken möchte, werde ich das demnächst auch noch machen. So, ich glaube, das war's dann fast schon. Ja. Dann habe ich nur noch diese großen Luftpolsterumschläge. 3 Stück für 99 Cent, weil ich will mal gucken, weil ich noch jemanden etwas schicken möchte, ob die da reinpassen. Deshalb habe ich die mitgenommen. So, ihr Lieben, das war's. Jedenfalls von Action. Ich werde mich jetzt, wie gesagt, heute nicht mehr, aber ich denke mal, ab morgen setze ich mich ran und mache das Album irgendwie fertig. Ich hoffe, es funktioniert auch nicht, dass ich jetzt euch irgendwie auf was scharf mache und dann kriege ich das am Ende nicht hin, aber ich denke schon. Wenn nicht, ich kenne ja ein, zwei Leute, bei denen ich nachfragen kann, wenn es nicht so klappt, wie ich es will. Ja, also ich denke, das wird schon hinhauen. Ich war auch noch bei Kiek und habe ein bisschen in diesen Wühlkisten rumgewühlt. Bin da auch fündig geworden. Also ich habe da echt viele Sachen gefunden.
Nur ich weiß nicht, ob euch das Video, also ob euch darüber ein Haul-Video jetzt interessiert. Das müsstet ihr mir mal in die Kommentare schreiben, weil es kostet ja doch ein bisschen Zeit und wenn es euch nicht interessiert, würde ich das lieber für das Album dann nutzen, die Zeit. Aber wenn ihr sagt, nee, ihr würdet das gerne sehen, was ich für Schnäppchen ich gemacht habe, würde ich das für euch machen. Es sind viele Weihnachtssachen bei, also Weihnachtssticker und auch Washi-Tape und ach, es ist eine Menge dabei. Also wie gesagt, ich hatte mal diesmal wieder richtig Glück, aber schreibt mir einfach, ob ihr Interesse habt. Weil wenn ihr Interesse habt, mache ich es gerne für euch, selbstverständlich. Es ist noch alles in der Tasche, ich habe es noch nicht weggeräumt. Und wenn ihr sagt, nö, mach mal lieber dein Album fertig, das würden wir viel lieber sehen. Dann schreibt mir das auch in die Kommentare, okay? So, ihr Lieben, ich verabschiede mich dann erstmal. Bis die Tage, auf alle Fälle. Mit irgendwas komme ich wieder. Ne? Bis dann, macht's gut, bye.